Montag, kurz nach 5 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 71 bei Eschstedt zu einem LKW-Unfall. Knapp einen Kilometer hinter Eschstedt in Richtung Wiebke war ein Sattelzug aus Tschechien nach rechts von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug blieb nach gut 20 Metern Fahrt auf einem Getreidefeld stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei dem Unfall wurde der Tank des Lasters beschädigt. Von den etwa 1000 Litern Diesel im Tank flossen 750 aufs Feld. Der kontaminierte Boden muss abgetragen werden. Die B71 war während des Feuerwehreinsatzes und der Bergung des LKW komplett gesperrt.